Was? Nur 20 Likes? Was ist mit diesem verdammten Instagram-Algorithmus los? In diesem Video geht es darum, wie du den Instagram-Algorithmus ein und für alle Mal schlagen kannst und mit 4 Tipps, die langfristig funktionieren und jetzt gerade in 2019 vor allen Dingen sehr, sehr gut funktionieren. Also, wenn du das wissen möchtest, dann bleib dran. Und wenn du weiterhin solche Videos sehen möchtest hier auf diesem Kanal, dann gib mir auf jeden Fall einen Daumen hoch. Und abonniere natürlich auch diesen Kanal. Du kannst auch die Beitragsbenachrichtigung aktivieren, beziehungsweise wenn du auf YouTube bist, auf die kleine Glocke drücken. Und da starten wir direkt rein und ich möchte dir dazu eine Sache sagen. Der Instagram-Algorithmus, wie funktioniert denn der überhaupt? Das kannst du dir so vorstellen, das ist so ein bisschen wie so ein Türsteher in der Diskothek. Der lässt nicht jeden rein. Also wenn du einen Post hast, im übertragenen Sinne, du machst einen Post, ein Bild auf Instagram, dann wird dieses Bild nicht allen deinen Followern gezeigt, sondern nur einer kleinen Anzahl, teilweise nur zwischen 10% und 25%. Und das musst du als erstes verstehen. Und deshalb ist es halt wichtig, dass du deinen Post optimal vorbereitest, damit er mehr Leuten angezeigt wird. Es funktioniert ungefähr so, die ersten 10 Minuten, während, sagen wir mal, dein Bild hochgeladen ist, dann zeigt Instagram dieses Bild erstmal deinen treuesten Followern, die Leute, die du schon kennst, die schon mit dir interagiert haben, die schon mal deine Bilder geliked haben. Und dann anhand der Bewertung, wie diese Leute das bewerten, liken die, folgen die, kommentieren die, bleiben die lange auf dem Bild, das sind alles Faktoren, die dazu zählen. Daraufhin entscheidet dann der Instagram-Algorithmus, zeige ich das noch mehr Leuten an oder zeige ich das nicht so vielen Leuten an. Und das ist extrem wichtig zu verstehen. Ich möchte dir aber jetzt als allererstes mal sagen, wie du das für dich nutzen kannst und die 4 Tipps, die ich dir dazu mitgeben kann, die langfristig funktionieren. Ganz wichtig, das, was wir hier machen, soll ja natürlich langfristig sein. Und Nummer 1 ist, du solltest natürlich Top-Inhalte haben. Und das sagen natürlich viele, ja, ich habe Top-Inhalte. Aber Top-Inhalte, das heißt natürlich, dass du auf der einen Seite etwas hast, was Mehrwert liefert. Das heißt für deine Zielgruppe, wenn du ein Expertenbusiness oder sowas aufbaust, was interessant ist. Aber Top-Inhalt heißt auch, dass es auf eine Art und Weise präsentiert ist, die einfach für Menschen oder menschengerecht ist. Das heißt, wenn es vielleicht über Humor geht oder so. Wenn du mal überlegst, was ich teilweise für Posts auf Instagram gemacht habe. Ich habe einmal einen Post gemacht, habe ich in die Headline geschrieben, also auf das Bild. Es kommt vor allen Dingen auf die Länge an und mit dem Smiley. Und dann im Bild ging es dann um das Thema Instagram, über Instagram Captions, wie lang die sein sollten. Und genauso, was solltest du auch machen? Du solltest immer überlegen, was zieht Menschen an, was ist vielleicht ein bisschen humorvoll, was ist vielleicht inspirierend und dann eine tolle Message auch noch haben. Und wenn du das beides schaffst, also auf der einen Seite, ich sage es mal, wie so eine Süßigkeit, wo Leute sagen, ey cool, das ist irgendwie lustig, das ist irgendwie interessant und auf der anderen Seite auch die, sag jetzt mal, bittere Pille, aber in Form von echtem Mehrwert, dann hast du einen tollen Post. Und das ist mein erster Tipp. Und mein zweiter Tipp, ganz, ganz wichtig, erfinde das Rad nicht neu, sondern orientiere dich an erfolgreichen Influencern. Das heißt, schau dir an, was machen andere und inspiriere dich davon, mache ähnliche Sachen wie bei denen, die bei denen auch gut funktioniert haben. Das kannst du zum Beispiel machen, indem du die Webseite best9.com aufrufst. Dort kannst du von jedem Influencer die besten 9 Posts dir anschauen und da kannst du direkt mal schnell einen Eindruck bekommen, was funktioniert denn eigentlich gut in der Nische, weil das auch in jeder Nische anders ist. Ich kann dir sagen, was in vielen Nischen gut funktioniert, sind zum Beispiel Infografiken, also Bilder, wo irgendwas drauf ist, irgendwelche Erklärungen, irgendwelche spannenden Themen auf eine Art und Weise visualisiert, dass es auch einfach schnell zu verstehen ist. Sowas funktioniert zum Beispiel gut. Oder natürlich auch tolle Bilder, wenn du natürlich wirklich hochqualitative Bilder hast, funktioniert das natürlich auch gut. Mach dir auch klar, wie oft posten diese Influencer. Machen diese Influencer Instagram TV, machen sie mehr Stories und schau dir genau an, was in deiner Nische gut funktioniert und was da die besten Posts sind. Und wenn du das weißt, dann bist du optimal dafür gerüstet, um auch Punkt 1 gut zu machen, nämlich tolle Posts zu machen. Also wie gesagt, Nummer 1 ist hochwertigen Content, Nummer 2 ist Influencer analysieren. Kommen wir zu Nummer 3 und das ist auch etwas, was immer funktionieren wird, weil es auf allen Social Media Plattformen so ist, Konsistenz wird belohnt. Das heißt, wenn du regelmäßig etwas machst, zum Beispiel jeden Tag oder 3-mal die Woche oder 4-mal die Woche oder zu gleichen Zeiten etwas machst, du gehst beispielsweise 1-mal die Woche live, dienstags und du postest jeden Tag ein Bild, wenn du dir dort einen Plan machst, das wird sehr, sehr viel besser funktionieren, als wenn du einfach nur immer nach Gefühl postest. Und wenn du jemand bist, der ab und zu einfach mal einen Post macht nach Gefühl,
dann besorg dir eine Software, mit der du das planen kannst. Da kannst du immer mal wieder ein paar Posts vorplanen, die dann aber immer zur gleichen Zeit vielleicht kommen, dass du auf jeden Fall Konsistenz reinbringst. Ganz, ganz wichtig. Und dann komme ich zu meinem vierten Punkt, wie du den Algorithmus schlagen kannst. Ganz klar, indem du zusätzlich zu der Konsistenz, zu dem Analysieren der Inhalte und natürlich auch tolle Inhalte posten, auch noch ein tolles Netzwerk aufbaust. Ganz, ganz wichtig. Vergessen viele, habe ich auch lange total unterschätzt. Es geht bei Instagram nicht nur darum zu posten, sondern es geht darum, ein Netzwerk aufzubauen. Das heißt, mit anderen zu interagieren. Schreib bei anderen Kommentare. Schreibe mit anderen. Schreibe DMs mit anderen. Bleib aktiv auf Instagram und sei quasi jemand, der sich mit allen Leuten austauscht. Dann wird sich auch auf deinen Account widerspiegeln, dass die Leute dann auch bei dir aktiver sind. Antworte natürlich auf alle Kommentare. Auf alles, was bei dir ankommt, da musst du einfach parat sein. Du kannst zusätzlich auch mit, sehr, sehr guter Tipp, mit anderen Influencern oder anderen Instagrammern einfach kooperieren. Du kannst beispielsweise mit denen zusammen live gehen oder du kannst einen Post machen, wo du jemanden anderen den Content einfach teilst und jemand anders macht das auch für dich. Also du kannst quasi mit anderen zusammen das Ganze schaffen und du kannst sogar, wenn du sagst, du willst mit deinem Business sehr, sehr schnell starten, Influencer dafür bezahlen, dass sie mit dir Videos machen, Posts machen und das sind alles Sachen, die noch nicht so teuer sind aktuell, gerade bei so Mikro-Influencern, die jetzt vielleicht 10.000 bis 20.000 Follower oder sowas haben, da kann man das wirklich sehr, sehr gut machen. Und wenn du diese vier Tipps beherzigst, die funktionieren in 2019, die werden auch noch in 2020 funktionieren, dann kannst du sehr, sehr schnell einen coolen Kanal aufbauen mit ganz, ganz viel coolen Inhalten, mit einer coolen Community und damit auch ein Expertenbusiness starten. Und wenn du wissen willst, wie das funktioniert, das heißt, wie du damit auch Geld verdienen kannst, mit dem Expertenstatus, den du dir aufbaust, dann melde dich unter diesem Video, findest du einen Link und auch in der Bio, melde dich zu meinem Webinar an, da zeige ich dir, wie ich über 5000 Coaching-Interessenten nur über Instagram gewonnen habe. Also, like dieses Video, schreib mir einen Kommentar, wie fandst du diese Tipps, funktionieren die für dich? Was hast du noch für Ideen, wie man das Ganze besser machen kann? Und denk dran, du hast nur ein einziges Leben, also mach das Beste draus. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, dein Alex. Ciao.